Der Auftakt in das Eishockeyjahr 2024 in Nürnberg bei den Ice Tigers, zu Gast die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Die Mannschaft von Thomas Popisch, die mit 8 Siegen in Folge im Gepäck nach Nürnberg kam. Auf der anderen Seite die Mannen von Tom Rowe, auch in einem Aufwärtstrend, zuletzt besser unterwegs als über andere Phasen in dieser Spielzeit. Los ging es allerdings so, wie man es vielleicht erwarten mochte. Bremerhaven im Powerplay und das wird gleich auch gefährlich. Nikolas Jensen auf Jan Urbas, der da steht, wo er immer steht. Und Christian Weise hat noch den Schläger dazwischen. Macht die Führung für die Fishtown Penguins Bremerhaven. Erstes Powerplay, Tor. Auch danach Bremerhaven, die etwas agilere Mannschaft und hatte auch noch die gefährlicheren Situationen. Hier Grönlund legt nochmal ab für Eminger, dann Urbas einmal, Urbas zweimal. Aber ein bisschen Treutle, ein bisschen Schienbein von Braun und ein bisschen Scheibenglück hier auf Nürnberger Seite. Die Ice Tigers ihrerseits auch alles andere als schlecht unterwegs, traten frech auf und hatten auch ihre Gelegenheiten. Even Barrett, hier eine der besten im Anfangsabschnitt, kommt hier frei vor Christas Gutlewskis zum Abschluss. Der Letzte allerdings behält die Oberhand. Dann versuchte Nürnberg wieder einen Fehler der Fishtown Penguins zu nutzen. Genauer gesagt, Daniel Leonhardt wird hier allerdings noch gefoult von Philipp Ruckister, der zuvor die Scheibe verloren hat. Und Leonhardt lief zum Penalty an gegen Gutlewskis in der letzten Minute des ersten Abschnitts. Aber da verspringt ihm ein wenig die Scheibe, Daniel Leonhardt. Und Christas Gutlewskis dann ohne Probleme die 1:0-Führung seiner Mannschaft in die Pause zu retten. Stefan Usdorf hatte noch ein wenig Redebedarf. Insgesamt allerdings der Auftritt der Ice Tigers durchaus ansehnlich. Hinein in Abschnitt Nummer 2. Erstes Powerplay für die Ice Tigers und Charlie Gerard alleine gegen alle und zum Ausgleich für die Ice Tigers. Alles andere als ein typisches Powerplay-Tor von Charlie Gerard. Der ist hier schon an der Scheibe in der neutralen Zone, lässt sie alle stehen und hat dann auch noch das Glück des Tüchtigen, dass Gutlewskis diese Scheibe durchrutscht, ganz knapp über die Linie. Bereits das 12. Saisontor von Charlie Gerard. Weiterhin Nürnberg darauf bedacht, Bremerhavener Fehler auszunutzen. Hier der Scheibengewinn von Daniel Leonhardt. Der scheitert zunächst, Fleischer wartet nochmal auf Leonhardt und der macht die Führung für Nürnberg zum 2:1. Eigentlich die Fishtown Penguins nach dem Ausgleich die bessere Mannschaft, hatten einige gute Gelegenheiten. Aber Nürnberg eiskalt nutzt die Chance, die sich ihnen bietet. Leonhardt einmal, dann Fleischer intelligent wartet. Und Leonhardt hat dann viel freies Netz vor sich. Und seine Kollegen hatten nochmal Powerplay in den letzten Sekunden des Mittelabschnitts. Hier erst die Scheibe gefährlich durch den Slot gebracht. Barrett, der ist aufmerksam, dass die Zeit weit fortgeschritten ist. Und Hayden Shaw macht in der letzten Sekunde des Mittelabschnitts noch das 3:1. Zweites Powerplay für Nürnberg, zweiter Powerplay-Treffer für die Ice Tigers. Even Barrett mit dem Move und Hayden Shaw hinein zur 3:1-Führung, sehr zum Leidwesen von Thomas Popisch. Seine Mannschaft hat es ein wenig versäumt, im Mittelabschnitt ein Tor zu machen. Damit hinein in den Schlussabschnitt. Und da kam Nürnberg deutlich besser aus der Kabine. Cole Meyer mit einer Riesenchance, das sieht man erst hier. Und auf Riesenchance folgt Riesen-Save von Christas Gutlewskis. Auf der anderen Seite Jan Urbas mit zwei genialen Momenten und Miha Werlitsch am Ende dann auch mit dem Anschlusstreffer. Bremerhaven hatte wenig zustande gebracht bis zu dieser Aktion. Aber dann Urbas. Einmal lässt er durch, einmal wartet er. Setzt Werlitsch in Szene und damit Bremerhaven wieder voll in der Partie und alles wieder offen. Nürnberg verteidigte konsequent, warf alles hinein und bekam dann auch seine Kontersituationen in Person von Daniel Schmelz. Und der macht ihn zum 4:2. Das die Entscheidung in dieser Partie in Nürnberg. Die Ice Tigers effektiver, cleverer, auf den Ticken entschlossener, gewinnen am Ende verdient nach diesem Tor von Daniel Schmelz mit 4:2 gegen Bremerhaven. War es wirklich. War harte Arbeit, aber wir sind momentan bei der engen Tabelle da unten um den 10. Platz einfach froh, dass wir 3 Punkte geholt haben heute. Oh, I don't think we played a good game at all. We were a little bit too much up and down, making way too many turnovers, kind of playing into what they want to play. We can definitely not be satisfied with this game.
Kein gutes Spiel von uns, sagt Christian Weise. Die Folge Bremerhaven-Siegesserie reißt. Dafür die Nürnberg Ice Tigers weiterhin im Aufwärtstrend. Der vierte Heimsieg aus den letzten 5 Heimspielen. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.